Das müsste rein theoretisch Feuer sein. Das heißt, ich brauche irgendein Schild, der Feuer blockt. Da werde ich doch was finden. Also, der hier blockt Feuer zu 72. Habe ich irgendwas zu 100? 90? Das klingt gut. ...90% Feuer blocken. Boah. Kristallhellebarde. Woher habe ich die? So, genau. Jetzt Feuer. 100% Feuer. Habe ich sowas? Nein, aber ich habe diesen Schild. Und damit... ...bin ich zu lahm. Ah, fuck. Na egal, dann ziehen wir einfach mal einen anderen Helm auf. Vielleicht hilft es. Hier. Kann ich mich jetzt wieder... Nein. Hilft nicht. Das war nicht absichtlich. Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt kann ich mich wieder gescheit bewegen. Wunderbar. Das ist nämlich die Hauptsache. Jetzt habe ich den Megaschild. 90 Feuer ist das Höchste. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Und der hier hat 90, ne? Der müsste theoretisch 90 haben. Jo, der hat 90. Also damit werden wir es dann wohl schaffen. Okay, also das kann ich nicht blocken. Ja doch, ich kann es blocken, aber nur ein bisschen. Dieser Fettbacke. Oh, guck mal, meine Seelen. Null. Ah, doch. Alter. Alter, Verwalter. Mann, ey. Hab ich einen geilen Schild, ey. Nein, nein, nein. Er will mich zerquetschen. Und es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Hallo. Rein theoretisch ist der Boss wirklich nicht so schwer. Ja, der geht eigentlich. Eieieiei. Hallo? Nein, nicht auf mich drauf! Alter. Aua. Was war denn das? Wieso hat er mich denn jetzt getroffen? Verstehe ich nicht. Ach, das war die Attacke, ganz vergessen. Yo, er macht wieder seinen Superflug und drauf fallen lassen. Und nochmal.
Und nochmal. Das ist die beste Attacke, Junge. Und nochmal. Und nochmal. Und diesmal nicht mehr. Fuck. Komm, mach die Attacke nochmal. Ja, er macht sie nochmal. Und er macht sie nicht nochmal. Fuck. Und er macht sie wieder nicht. Ist aber nicht schlimm, Dicker. Ist nicht so schlimm. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit der Attacke, ne? Nö. Nein, nein. Man kann auch mal andere Attacken nutzen. Nicht immer nur dieselbe, ne? Ja, er macht sie nochmal. Das ist die beste Attacke. Ja, das war's mit dir. Verirrter Dämon. Tschüss. Yeah. Sowas meine ich. Wenn Bosse ein Pattern haben, wenn man sie besiegen kann, und zwar mit einer Logik. Nicht drei Leute, die irgendeine Scheiße machen und die ganze Zeit ihr Pattern ändern. Sowas ist scheiße, aber sowas hier ist geil. Solche Bosskämpfe, die sind wirklich... Die machen auch Spaß, wenn man Gegner durchschauen kann und sie dadurch besiegen kann. Aber wenn es wirklich random ist, was die Typen machen und dann sind es auch noch drei verschiedene mit drei verschiedenen Pattern, dann ist es nicht mehr witzig. So, jetzt bin ich hier aber ein bisschen gefangen. Hier sind ganz viele Totenköpfe und Knochen und sieht das eklig aus. Ich weiß noch, wie wir damals diesen Gang entlang gelaufen sind. Das war der erste Gang, den wir entlang schritten. Damals, als wir hier noch gefangen waren. Dort links müsste irgendwo unsere Zelle warten. Und wir müssen hier raus. Scheiße, ne? Irgendwo müssen wir jetzt raus. Und es ist Magieschaden, nicht Feuer. Alles klar, geh mal in deine Zelle, Between. Jo, da möchte ich auch hin. Ich möchte hier definitiv, bevor ich gehe, noch mal einen Besuch in meiner Zelle, also hier in meiner Zelle einen Besuch abstatten. Wenn ich nur wüsste, wo ich hin muss. Ich bin gerade am gucken, hat es hier irgendwo eine Leiter? Oder irgendwo einen versteckten Gang? Also hier kommt man nicht lang. Vielleicht kann ich irgendein Gitter hochmachen. Mal gucken. Eventuell gibt es hier ja was. Nein, da können wir auch nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Da hat es eine Leiter, alles klar. Ist hier noch was? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Nö. Gut. Da ist unsere Zelle und da wartet ein lustiger Geselle. Es hat sich gereimt, das war nicht absichtlich, aber was sich reimt, ist gut und deswegen... Hallo. Der Abspackritter, ich sehe nichts. Und tschüss. Das war's. Schwarzritter, Großschwert und ein roter Brocken. Was macht denn ein roter Brocken? Verstärkt der Feuerwaffen? Mal gucken. Verstärkt Feuerwaffen und Chaoswaffe. Cool. Das ist nice. Was steht hier? Kamera, rechts. Achso, ja, die Tipps. Und hier haben wir etwas. Die merkwürdige... Oh, shit! Wir haben die merkwürdige Puppe. Und bei dieser Puppe werde ich die Itembeschreibung einmal durchlesen. Es müsste theoretisch unter Schlüssel drin sein. Ja, es ist auch unter Schlüssel drin. Eine merkwürdige Puppe mit komischem Kleid. Genau. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Okay, das ist die Itembeschreibung. So, passt mal auf, Leute. Erinnert ihr euch, in Anor Londo
an die Gemäldehalle. Erinnert ihr euch an die Gemäldehalle? Da hing ein großes Gemälde von einer kalten, dunklen Welt. Und das konnten wir auch irgendwie benutzen, aber es hat sich ja nicht bewegt. Ich sag euch eins. Wir können, soweit ich weiß, genau, wir können an diesem Gemälde diese Puppe benutzen. Das weiß ich warum. Chainsaw Man 16 hat das Spiel auch im Livestream als Let's Play gemacht. Im Prinzip klaue ich das von ihm. Nur er hat es als Community-Projekt gemacht. Sprich, jeder Zuschauer konnte einfach mitspielen, wie er wollte. Konnte sein Symbol irgendwo setzen und er hat halt jeden irgendwann mal angenommen. Und jeder durfte mal mit ihm spielen. Und diese Mission hat er vor dem letzten Bosskampf gemacht. Und Tobi erwartet jetzt, dass ich sofort zum Gemälde renne. Nein, Tobi, ich werde nicht zum Gemälde gehen. Ich finde, das spare ich mir auf, denn ich kenne einen der Bossgegner dort. Ich glaube, es ist der Bossgegner. Ich kenne den dort. Ich habe mich dummerweise spoilern lassen, deswegen... Nein, Tobi, da gehe ich noch nicht hin. Dort gehe ich definitiv noch nicht hin. Und wir können aufsteigen, ein weiteres Mal. Wieder mal auf Kondition. Soweit ich weiß, muss ich 40 Konditionen haben. Oder 30. Und danach gehe ich nochmal ein bisschen auf Stärke. Aber Kondition ist erstmal das Wichtigste. So. Belastung 99. Das ist cool. Und wir gehen jetzt nicht nach Anor Londo und machen die Gemäldehalle. Nein, wir werden jetzt uns schon mal die letzten paar Minuten, den letzten Part für diese Session oder je nachdem, wie auch immer, gehen wir ins Lavaland. Denn das war ja mein ursprüngliches Ziel in dem Part. Jetzt haben wir alles Nebensächliche abgeschlossen. Bis auf die Gemäldehalle. Und jetzt möchte ich auch mal wieder ein bisschen Fortschritt hier haben. Ich habe keine Menschlichkeit mehr, die habe ich leider alle verloren. Und man soll ja Menschlichkeit ihr spenden, damit dieses, dass diese Wand verschwindet. Das werden wir irgendwann machen, wenn wir ganz viel Menschlichkeit im Inventar haben. Dann werden wir ihr Menschlichkeit spenden. Ah ja, genau, ich muss ja erst ins Leuchtfeuer, sonst... Ach nee, davor war auch ein Leuchtfeuer. Ich vergaß, davor war ja auch ein Leuchtfeuer. Wunderbar. Also, wir gehen jetzt ins Lavaland. Wir haben einmal Ei-Entferner, also sollte uns so ein Vieh nochmal ein Ei einpflanzen, können wir es dank dem Winterwurzwald, wo wir da diesen einen Gegner da, dieses Baumvieh, dieses Schlangenvieh besiegt haben, da hat uns eine Leiche dann mit einem Ei-Entferner belohnt. Und ich bin jetzt schlauer. Ich weiß genau, was ihr wollt, aber nicht mit mir. Ihr könnt mich mal, ich gehe euch aus dem Weg. So, und da muss ich rüber. Da sehen wir schon einen Boss. Okay, die lassen mich noch in Ruhe. Das sind die Harmlosen. Also da sehe ich schon einen Boss. Da werde ich auch hingehen irgendwie mal. Ich glaube, das werde ich sogar jetzt noch machen. Wir probieren es einfach noch den letzten Boss hier. Oh, ich hoffe, ich kriege keinen Schaden. Ja, kann man verkraften. So. Und wenn wir uns jetzt genau umschauen, da unten geht's lang und da geht's lang. Und oh, ist das groß, ne? Boah, cool, ist das groß. Scheiße. Das ist so groß. Halt, seht ihr das da? Seht ihr das Vieh dort hinten? Ist das ein Boss? Das sieht mir aus wie der Ziegendämon. Oh Gott, ich hoffe, der kommt hier nicht. Der sieht aus wie der Ziegendämon so ein bisschen. Aus Entfernung könnte man meinen, es wäre der Ziegendämon. Hoffen wir mal nicht, dass es der Ziegendämon ist. So, was haben wir hier stehen? Versuch's mit Rollen. Also sprich, blocken geht scheiße. Schlecht. Ich wollte schlecht sagen. Und da müssen wir tatsächlich... Ey, wir müssen da lang. What? Shit, ey. Ich will nicht zu dem Vieh. Naja, gehen wir hin. Vielleicht lässt es uns ja noch in Ruhe. Es scheint auch irgendwo verborgen zu sein. Also es ist noch nicht direkt hier. Wir haben wohl noch Zeit, bis wir zu dem Vieh kommen. Irgendwo hinter dieser Steinwand lauert es. Würde ich jetzt fast mal sagen. Oh yeah.
Hier. Dahinter lauert es. Oder hier. Alter, siehst du eklig aus. Ich will es mir eigentlich sparen, zu dem Typen zu gehen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich nur ein anderer Weg zum Boss, ne? Jetzt stehe ich direkt vor seiner Fresse. Ja. Muss ich den besiegen? Boah, sieht der eklig aus. Ist das auch eine Spinne oder was? Sieht nicht so aus. Hat auch viel mehr Beine. Ist vielleicht der Vater von den zwei Schwestern. Der wartet noch nur, bis ich da langlaufe. Du wartsch doch nur da drauf, du. Das ist ein Gegner, ey. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Gegner. Der sieht sehr eklig aus. Leck, leck, leck. Jo, der sieht richtig eklig aus. Vielleicht lässt er mich ja in Ruhe. Hallo? Siehst du mich? Hallo? Wir kämpfen später, ne? Hm. Ja. Der scheint kein Problem mit mir zu haben. Naja. Bis ich das Item dort aufhebe. Ja. Lavastrom, du hast mein Item genommen. Ich hasse dich. You know what I mean? Oh. Gucke mal, das macht dir Schaden. Findest du es gut, dass dir das Schaden macht? Oh, Alter! Das ist echt ein Lavastrom. Oh mein Gott. Hallo. Wir sind die hässlichen Lavastroms. Wir sind Lavastroms. Ein Bosskampf, der jetzt nicht so spannend ist, glaube ich. Wir sind hässlich. Okay. Das war der Insta-Kill. Das war für mein vorlautes Mundwerk. Das war wirklich für mein vorlautes Mundwerk. Okay, das scheint aber machbar zu sein. Dieser Bosskampf, wir haben kurz vor 22 Uhr, aber Leute, ist mir egal, egal. Ich will jetzt den Boss machen. Gut, das sieht definitiv, oh, leck, 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 machbar aus. Und ich schätze mal, das hier ist ein Aufzug, ne? Jo, damit kann ich dann runterfahren. Will ich jetzt aber gar nicht. Ich will meine Seelen wieder und ich will den Typen besiegen. Wie viele Ringe habe ich an? 2. Gut. Und es leckt ungemein. Es will gar nicht mehr aufhören zu lecken. Wie sieht es denn mit meiner CPU-Auslastung aus? Oh, kommt der jetzt hierher oder was? Ja. Oha. Darf man hier über das ganze Gebiet kämpfen? Du, ich bin damit nicht einverstanden. Okay. Das war's mit meinen Seelen. Okay, der Kampf findet also hier komplett im kompletten Gebiet statt. Das ist interessant. Das ist definitiv interessant. Meine Seelen sind jetzt hinüber. Deswegen habe ich nichts mehr, wo ich irgendwie irgendwas nachlaufen könnte. Aber ich kann jetzt mal wegen den Waffen gucken. Wir haben einiges bekommen. Unter anderem haben wir das Schwarzritter-Großschwert bekommen. Gucken wir doch mal, wie es aussieht, wie es sich macht.
Ja, es ist ein Großschwert. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und dann haben wir noch weitere Großschwerter und es laggt gerade. Ich werde den Stream definitiv jetzt beenden, jetzt wenn es laggt. Wir haben auch 22 Uhr. Dann haben wir noch das Gemäldehüterschwert, ja, davon haben wir zwei. Aber irgendwo haben wir doch noch was bekommen, ne? Hier Partisane haben wir bekommen. Jo. Nein, das war das Falsche. Also gut, die haben wir. Die Kristallhellebarde, die möchte ich mir auch mal angucken. Die sieht cool aus. Aber mit der bin ich, glaube ich, zu schwer, oder? Nein, die ist auch noch im Rahmen. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht die beste Rüstung anhab. So, dann haben wir noch die Schwarzritter-Hellebarde. Die scheint auch ordentlich Schaden zu machen. Jo. Ja, wir haben noch Havels Schild da unten, aber was ich nochmal gucken möchte, was macht denn Drachenzahn? Drachenzahn dürfte eigentlich auch eine Keule sein. Hier. Zu schwach, um sie mit beiden Händen zu führen. Da können wir einfach mit dem Drachenzahn draufhauen, ey. Komm, wir greifen mal einen an. Oh, macht ja gar keinen Schaden, ey. Ach ja, die Viecher. Ich vergaß. Und damit sind sie weg. Gut. Dann war es das aber für diesen Stream. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges geschafft in dieser Session. Auch wenn 1 Stunde 45 für einen sehr nervigen NPC-Kampf draufgegangen sind. Es war trotzdem... Ja, es war okay. Ich würde sagen, es war okay. So, dann möchte ich jetzt aber doch nochmal das Schwert hier ausprobieren. Wie viel Schaden macht dieses Schwert? Sehr viel. So viel macht mein... Lange nicht. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Das Ding macht ordentlich Schaden und ich bin fast am Sterben, ey. Ich bin fast am Sterben. Wegen diesem Viech. Stirb. So. Und ich auch noch. Gut. Dann werde ich den Typen vermutlich mit diesem Schwert bekämpfen, denn das macht einfach mal 50 Schadenspunkte mehr an Schaden. Das ist gut. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part und für diese Session. Beim nächsten Mal kämpfen wir gegen das Riesenvieh und besiegen es hoffentlich schneller als die heutige Session. Der Anfang von der heutigen Session, ne? Ihr versteht. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.